Ein Kontrollpunkt. Nazi-Schweine. Wir fahren ja schon. Dieser Albtraum ist bald vorbei. Wenn man sie anspricht, muss ihre Geschichte wasserdicht sein. Gehen wir es nochmal durch. Sie sind Gerda Schneider, Militärattaché. Herr Spiegel vom Geheimdienst hat Sie geschickt zur Planung von Heinrichs Evakuierung nach Berlin. Sehen Sie sich alles in Ruhe an. Gerda Schneider, 24 Jahre, 13, 11, Hamburg, Deutschland. Ich glaube, das, was ein bisschen heller hinterlegt ist, soll man uns merken, oder? Sein Name, Wohnsitz, Kommandant, Zweck, Reisepapiere, Polizei, Führer, Heinrich, okay. Ja, geht wahrscheinlich. Das ist unsere einzige Chance. Dem Insider anzuwerben hatte einen hohen Preis. Finden Sie ihn und tauschen Sie die Aktentaschen aus. Hoffentlich bringt er uns die Sprengsätze zum Sprengen des Tors. Warum so besorgt, Major? Das ist mein Job. Ich warte außerhalb der Garnison auf den Abschluss der Operation. Okay. Wer hat Sie geschickt? Herr Spiegel. Gut. Ganz egal, was passiert. Sobald der Tausch abgeschlossen ist, dürfen Sie die Aktentasche nicht mehr aus der Hand legen. Ich bin so weit gekommen. Jetzt werde ich es ganz sicher auch beenden. Guck nochmal schnell rein. Gerda Schneider, Hamburg. Franz Spiegels Kommandant. Also Papiere für Heinrich. Okay. Dann mal los. Die Papiere bitte. Und bitte reichen Sie uns Ihre Aktentasche. Echt? Bitte schön. Bitte sehr. Ich habe Sie hier noch nie gesehen. Was ist der Grund Ihres Besuchs? Reisepapier? Ich habe Reisedokumente für Polizeiführer Heinrich. Ich wurde darüber nicht informiert. Aber Ihre Papiere scheinen in Ordnung zu sein. Gehen Sie weiter, Fräulein Schneider. Tja. Euch habe ich hier aber auch noch nicht gesehen, so. Nicht vergessen, Ihr Kontaktmann heißt Fischer. Er trägt eine graue Offiziersuniform. Wie lautet das Passwort? Verlaine. Viel Glück. Sam, musst du es auch merken? Guten Abend. Ich komme gerade aus Berlin. Nicht zurück. Hat sie heute Morgen. Kennst du sie? Der Keller ist für Personen ohne entsprechende Freigabe gesperrt. Haben Sie den mitgebracht? Ja, ich habe den mitgebracht. Ja, wir rufen in der nächsten Stunde aus. Verstanden. Wir schnappen sicher den Mitgebracht. So. Den Schlüssel haben wir schon mal. Ruf mich an, wenn du irgendwie was. Das Treppenhaus ist nur für autorisiertes Personal. Nein. Ich bringe sie gerne zu draußen. Ungehobeltes Volk. Guten Abend. Sie sollten nicht hier unten sein. Die Jungs sind ungehobelt. Haben wir schon festgestellt. Man sagte mir, Oberst Fischer würde hier unten im Keller Karten spielen. Haben Sie ihn gesehen? Bei den Frauen genauso viel Pech wie beim Kartenspielen. Der Oberst ist gerade gegangen, um eine Besprechung vorzubereiten. Er dürfte im ersten Stock sein. Danke für Ihre Hilfe. War mir ein Vergnügen. Aber ich sehe euch auch nicht. Die Zeit mit den Pariser Damen ist vorbei.
Vielleicht keine gute Idee, mit dem Fahrstuhl zu fahren. Je suis de votre côté. Qui êtes-vous? Courage. Vous n'êtes pas seul. Battez-vous avec moi pour libérer la ville. Vous avez ma parole. Je le jure. Vos camarades sont en chemin. Vive la résistance. Im Claude befreit. Entschuldigen Sie bitte die Störung, mein Herr. Wie kann ich Ihnen helfen? Fischer? Man sagte mir, ich könnte hier Oberst Fischer finden. Sie haben ihn gefunden. Ich bin Oberst Fischer. Was kann ich für Sie tun? Haben Sie die Werke Verlaines gelesen? Ja, das Herbstlied mag ich besonders gerne. Es ist auch eines meiner Lieblingsgedichte. Bitte, hier entlang, Fräulein. Bitte, hier entlang, Fräulein. Wir müssen uns beeilen. Sind Sie bereit für den Austausch? Nein, Sie sind früh dran. Und ich muss zu einer Besprechung. Ich transportiere die Sprengsätze in einer Tasche, wie Sie sie haben. Wir führen den Austausch im Planungszentrum durch. Gehen Sie voraus. Nein, ich werde beobachtet. Nutzen Sie Ihre Tarnung, um in Heinrichs Büro im zweiten Stock zu kommen. Von da gelangen Sie an den Kontrollpunkten vorbei in den Nordflügel. Man darf uns nicht zusammen sehen. Wir treffen uns im Planungszentrum. Können Sie mir sagen, wo ich ein Telefon finde? Dann mal los. Kann ich Ihnen behilflich sein, Fräulein? Ja, ich habe Reisedokumente für Herrn Heinrich. Ist er da? Nein, er ist momentan in einer wichtigen Besprechung. Sie können gerne in seinem Büro warten. Er kommt gleich zurück. Ohne Ausweiskontrolle? Sie noch nie gesehen. Darf ich fragen, was Sie an meinem Fenster zu suchen haben? Luft. Verzeihung, Herr Kommandant. Ich wollte gerade nur etwas frische Luft schnappen. Ich bin Gerda Schneider. Ich komme aus Berlin, um Ihnen Ihre Reisepapiere zu bringen. Fräulein Schneider? So viel Schönheit ist durchaus eine willkommene Abwechslung für meine Haut. Oh, wie nett. Wenn Sie soweit wären, würde ich Ihnen dann Ihre Reisepapiere zeigen. Dazu kommen wir schon noch. Vielen Dank.
danken Sie mir noch nicht, Fräulein Schneider. Selten darf ich so reizenden Besuch hier bei mir empfangen. Lassen Sie uns doch noch ein paar freundliche Worte wechseln. Bitte, nehmen Sie doch Platz. Sehr schön. Also, Herr Gruber hat Sie geschickt, um meine Abreise zu arrangieren. Ich fühle mich geschmeichelt. Nein, Spiegel ist doch unser Kommandant. Das war Kommandant Spiegel. Sehr gut. Wirklich gut. Man kann einfach nicht vorsichtig genug sein. Sie sehen so ernst aus. Trinken wir. Auf meine Rückkehr ins Vaterland. Die Franzosen verdienen einander. Aber mein Gott, wie werde ich diese Küche vermissen? Wie der Ottolan. Dieser delikate Singvogel. Die Augen rausgerupft. Frisst er unentwegt. Dann ertränkt man ihn in Armagnac. Göttlich. Ich weiß nicht, was ich mehr genieße. Den Geschmack des zarten Fleisches. Oder den Anblick, wie er qualvoll ertrinkt. Aber bei einer Sache bin ich mir ganz sicher. Zu sehen, wie Ihr Sohn zappelte, als er unter meinem Stiefel ertrank, war die größte Freude überhaupt. Sondern unauffällig in der Gegend rumstiehlen. Oh Gott. Mit Blut an den Klamotten. Das wird nix. Nada niente. Berichte aus Berlin sind gerade gekommen. Danke. Ich werde sie mir schnellstmöglich ansehen. In Ordnung. Schnapp den Spion! Was hat das zu bedeuten? Es will Sprengstoff aus dem Munitionslager. Sie wurden zuletzt in der Nähe gesehen. Was soll die Aufregung? Das ist doch lächerlich. Finden Sie Ihre Familie und verhören Sie? Nichts. Egal. Zeigen Sie alle Ihre Papiere vor. Ich wurde umgebracht. Bereit für den Überfall heute Nacht? Ja, wir rücken in der nächsten Stunde aus. Der französische Widerstand hat seine nächtlichen Überfälle verstärkt. Halt! Geben Sie mir sofort Ihre Papiere! Ist das Blut an Ihrem Ärmel? Ich fürchte, das ist Tinte. Heute ist einer dieser Tage. Legen Sie Ihre Aktentasche zur Inspektion auf den Tisch. Die Tasche wurde unten überprüft. Fräulein, Ihre Tasche! Sofort! Fällt nicht auf, nein. Sie enttäuschen mich nie. Wir sind aufgeflogen. Hier sind jetzt alle alarmiert. Sie haben unseren Kontaktmann. Hat der Austausch geklappt? Ja, ich habe die Sprengsätze. Dann haben wir eine Mission. Wir treffen uns im Hof, sobald die Sprengsätze platziert sind.
Ich muss leise sein. Okay, Nummer 1 haben wir. Nur noch eine. Nicht schießen, bis die Tore offen sind. Bereithalten. Alles klar, das ist unser Signal.
erreichen. Wo sind sie? Crowley! Die Deutschen starten bald einen Gegenangriff. Wir brauchen Verteidigungen. Mir nach. Befestigen. Der Deutsche ist noch drin. Wir müssen ihn töten. Bewegung! Schnell, schnell! Hier. Rousseau, wir brauchen da drin Rauch. Das Foyer sichern und das Gebäude durchkämmen. Feind ist da rausgekommen. Gehen wir es an. Ich kann nicht sehen! Ah, den haben wir. Nee, das ist nicht der, den wir aufgefeuert hatten. Die gesamte Stadt kämpft mit uns. Wir haben es fast geschafft. Sie werfen Rauch auf die Straße. Da kommen sie. Daniels, ziel auf den Fahrer. Alle anderen warten, bis sie in Reichweite sind. Netter Schuss. MGs, Feuer öffnen. Sie dürfen nicht auf die Brücke. Flammenwerfer vor uns. Eine Granate! Granate! Werfe eine Granate! Werfe Granate! Granate gewollt! Kettengeschütz ausschalten! Einsetzen.
schon dabei. Schon. Da war. Ausgezeichnet, Jungs. Ausgezeichnet. Wir haben sie. De Gaulles Truppen drängen in die Stadt ein. Vielleicht gibt's doch noch Champagner und Kaviar für uns. Hey, Daniels, ob gut aussehende GIs immer noch gefragt sind? Tut mir leid. Das sollte dich nur aufheitern. War ja klar. Stadt des Lichts. Finde, das sollten wir feiern, was, Crowley? Jetzt gibt es kein Zurück. Paris ist wieder französisch. Das hier ist noch nicht vorbei. Der Krieg dauert an. Mann, Pearson, Spielverderber. Das ist Tyler's Job.